Servus, der Marc von Jessie's Trevin ist hier und bei mir ist die Jessie. Hallo. Oder Jessie ist die. Genau, hier. Richtig. Jessie ist aus Deutschland, lebt aber in Österreich. Richtig. Und das hat ja auch was vorbereitet, nämlich du kannst ganz spontan zu mir kommen. Genau. Ich glaube ja nämlich schon, du bist jetzt extra hergekommen. Wir haben ja trotz Corona jeden Tag Leute, die über die Grenzen fahren und hierher kommen. Ja, das stimmt. Also habe ich einen Vorteil. Hast du einen Vorteil? Richtig. Jetzt muss ich kurz, ganz kurz was loswerden. Ja. Die eigene Sache wegen den Maskenthemen. Also, es kommen ja nie wieder das Masken, hast du schon gelesen. Freitag kommt sie wieder in die Supermärkte, die Maskenpflicht. Bei uns war sie nie weg. Der Grund, warum wir hier, weil es oft bei YouTube gefragt wird, die Kunden teilweise ohne Maske haben, ist ganz einfach. Das Lockerungsgesetz sagt, für Piercingstudios, Kosmetiker, Masseure, Friseure etc. Kann der Kunde die Maske absetzen, wenn durch geeignete Sicherheitsmaßnahmen trotzdem ein Schutz sichergestellt ist. Und dieser Schutz ist diese Maske zum Beispiel, ist eine 3,83 Plus, das ist eine FFP3-Maske beidseitig, das heißt, die hat außen, was ich außen habe, mit FFP3-Filter und was ich einhabe mit FFP3-Filter. Das heißt, wenn sie Corona hat, kann ich es nicht kriegen, wenn ich Corona habe, kann sie es nicht kriegen, wegen dieser Maske. Und diese gibt es natürlich ganz selten, die sind schweineteuer, ganz schwer zu kriegen. Wie teuer sind die? Nein, da sind wir jetzt bei 35 Euro momentan im Einkauf. Also da musst du aber dann schon 100 Stück so nach Hause kaufen, dass du die, dass die auch kriegst. Ja. Ja. Zu dem Preis, wenn du als Endkunde kaufst, hast du eigentlich 50 Euro für den Maske. Und deswegen ist es so, dass ich quasi den Kunden, wenn wir jetzt mit den Nasenbissen sprechen, die Maske dann weglassen kann und eben trotzdem ich geschützt bin, aber auch der Kunde. Das war ganz kurz zur Erklärung. Weil das immer wieder ein Thema ist bei YouTube, die Leute mich fragen, wie geht das, warum, wieso, weshalb. Und dann haben wir natürlich noch Luft, Absaugeluft und nur eine Person im gesamten oberen Stockwerk auf den 70 Quadratmeter nehmen. Also wirklich, das tun wir alles, dass es einfach passt und wir übertreffen eigentlich die Voraussetzungen und die Vorgaben von der Regierung sind wir eigentlich noch weiter drüber. Was gut ist für uns, für mich, für meine Kunden, für alle. So, dazu bedankt. Und jetzt haben wir bei dir zwei Piercings. Genau, Bauchnabelpiercing und Nasenpiercing. Genau. So. Beim Nasenpiercing bin ich allerdings unentschlossen, ob links oder rechts. Ich dachte mehr rechts. Ich glaube, das würde besser aussehen, oder? Da brauche ich tatsächlich eine Meinung. Ja, ich würde auch auf rechts tendieren. Schon, oder? Ja. Und Stecker oder Ring? Ring. Schon, oder? Länger liegend. Du bist schon eher so eine Freche, ne? Ja. Das gibt es eine Frage, du brauchst mal einen Ring machen. Ja, das ist, definitiv. Das ist zu brav sonst für dich, ja, ne? Gut, und Bauchnabelpiercing haben wir schon besprochen vorher, wo das mit dem Ring läuft, damit sich genau, mit zwei Steinen. Genau, mit den zwei Steinen, richtig. Unten und den Weiß. Genau. Und es gibt eben noch Bügel in hellblau, in weiß und in rosa. Genau, gut. Standard. Gut, meine Liebe. Also jetzt gehen wir ein Stück nach hinten. Ja. Lass mal ein bisschen. So. Ja, du bist jetzt kurz da, ich bin auch kurz unterwegs, hab gerade vorher voll geregnet, da bist du wieder vorbei, ne? Ja, in Stuhl hat es geregnet, 10 Minuten die und dann warst du bei. Das ist ein komisches Wetter, ne? Ja. Scheiß Sommer dieses Jahr. Da muss man sagen, ja. Das ist irgendwie so. Es ist Quatsch irgendwie. Jeden Tag ist irgendwas. Wenn man wieder Corona war, dann ist das Jahr 2020. Ja, dieses Jahr ist wirklich verflucht. Ne? Schon, ne? Ja, definitiv. Vor, ja. Die Hose werde ich, was machen wir als erstes, Nabel oder Bauchnabel? Wir machen Vorbereitungen zuerst. Das heißt, wir tun jetzt anzählen Bauchnabel, Ausmessung, alles vorbereiten. Und Nasen machen wir auch vorher. Okay. Und Stechen, oh, mir ist eigentlich egal. Und das tun wir Lust zuerst. Erste Schlimmste. Ist beides, also ich sag dir nicht, beides nicht so schlimm. Die Nase wird jetzt einfach mehr zwicken. Okay, dann machen wir als erstes die Nase. Okay, passt. Dann machst du mir die Hose ein bisschen runter irgendwie. Wo kommst du her ursprünglich in Deutschland? Aus Landshut. 30 Kilometer circa von München. Okay. Na, wobei 40, 50 circa. Kann ich von dir nicht so nicht zuordnen. Wirklich? Mhm. Na, geboren bin ich in Polen ursprünglich. Okay. Aber aufgewachsen in Deutschland. Polnisch hört man jetzt auch nicht irgendwie auf. Nein. Bin ja auch hier aufgewachsen. Ja, ja. Alles. Lesen, schreiben, sprechen. Gut, ne? Ja. Sprachen kann sind immer wichtig. Wie kamst du nach uns? Recherche. Ich habe einfach Piercingstudio Wien eingegeben und dann habe ich schon deine Videos gesehen, habe mir schon sehr viele angeschaut. Gibt's ein paar von uns, ne? Ja, einige.
Aber die helfen, ja? Ja, definitiv. Aber die sehen immer so entspannt aus in den Videos. Die sind auch sehr entspannt, das wirst du sehen. Ja. Mal schauen. Das wirkt, man nimmt sich selber anders wahr, als man das wirklich ist. Wieder denkst du, wenn du das anders denkst, das war ja gar nichts. Man selber nimmt, jetzt denkst du, du bist voll angespannt, aber ja. Im Video kommt es voll locker. So, wir messen es mal aus. Ach, bitte hängen lassen. Ja. Naja. Und jetzt bist du seit einem Jahr in Wien. Genau. Also in Konnerburg. Und euch gefällt? Sehr, ja. Besser als in Landshut? Schon, ja, definitiv. Also ich muss sagen, ich bin ja aus Bayern auch hergezogen. Ich habe mich für aus Bayern? Aus München. Ja. Aus München? Weil ich fühle mich schon sehr wohl hier. Aber geboren bist du nicht dort, oder? Geboren bin ich in Baden-Württemberg. Ach so, also auch Deutschland. Ja. Ich habe mir schon bei den Videos gedacht, du hast nicht so einen österreichischen Dialekt. Nein, nicht so richtig. Für viele Deutsche höre ich mich schon sehr österreichisch an. Durch den wirklich? Dialekt. Ja, viele unserer Kunden, die sich jetzt nur kurz hier sagen, die merken das nicht. Die, okay. Die ist das, also ich habe schon gemerkt. Wenn man die Videos mehr anhört, hört man das schon. Aber Kunden, die nur so spontan, die merken das meistens nicht. Aber ich bin so eine Mischung aus Österreich-Deutsch vom Dialekt. So, das gefällt mir gut. Schaust du mir im Spiegel an? Ja. So, du siehst den oberen Punkt, den unteren Punkt. Ich habe mich jetzt bei dir ein bisschen auf die Körpermitte fokussiert. Ja. Der Nabel ist offen bei dir, hat diese Rillen nach links und rechts raus. Jetzt kannst du natürlich sagen, ich möchte das gefühlt trotzdem, wenn es dir nicht gefällt, ein bisschen nach links oder rechts verschieben. Ich finde es harmonisch. Weil diese Nabelformen, die du hast, kommen oft vor, aber die sind auch schwer zum Stechen. Mhm. Weil da gibt es keine richtige Mitte, wo man sagt, es gibt manche Nägel, die sind so spitz, da sagst du, zack, der Schlitz, da geht es genau mittig rein. Bei dir ist es so, da muss man ein bisschen Augenmerk drauf haben, was man wie am besten macht. Nee, das passt. Ich finde es schön, ja, das passt. Wollen wir noch besprechen? Ja. So, Nasen tun sie nochmal seit rechts. Genau. Mit Ring. Dann werden wir den Stuhl mal aufdecken, dann tun wir das Nasen ein bisschen probieren. Ja. Und dann stellen wir die Nase zuerst einmal. Genau. Ne? Ja, das bleibt gerade auch stehen. Und jetzt bist du, wenn ich fragen darf? 21. Also 22. 21. Werde ich nächste Woche. Ja. Das ist dann schöne Löwe. 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 Ja. Also, Angst vor dir oder bist du eine Liebe, ne? Ne, ich bin eine Liebe. Ich kann auch frech werden. Ja, es ist ja auch, Frauen müssen ja aber frech werden, ja, oder? Sowieso. Heutzutage in dieser Welt muss man als Frau auch für seine Frau stehen. Genau. Das gleich gefallen lassen. So. Also, dann machst du mal so halbwegs bequem. Wir werden dich jetzt nochmal hinsetzen. Liegen tue ich dann erst gleich noch das braune Bein. Für die Beine hoch. So. Also beim Ringen, du hast schon gesagt, du hast schon Wünsche geäußert, nämlich Licht, genau. Und enger liegen ist natürlich das Stichwort immer 1,2 mm. Mhm. Das ist quasi. Kann man das irgendwie hinhalten, dass man den Unterschied sieht? Das ist der Ring. Ja, 1,2. Also dünner gibt es ihn am Anfang nicht. Enger liegen wird er, aber er ist eben 1,2 mm dick. Es gibt später noch einen Ring in 0,8 und auch in 1,0. 1,0 ist die meist und verkaufte und beliebteste Größe, die werde ich jetzt hier auch machen. Mhm. Aber das ist eben später, also in 6 Wochen. Okay. Für den Anfang bleiben wir damit gewohnt, wenn und aber bei 1,2. Also das ist nicht hier. Aber jedes Video, was du siehst, ist mit dem 1,2. Ja. Wenn du rüber fährst, Töpfchen. Schwimmen gehen, du weißt eh, die Gewässer, wo gut sind, kann man natürlich schon reingehen. So Seen und Flüsse muss man immer gucken, wie gut die Wasserqualität ist. Das geht im Regelfall schon. Okay. Chlorwasser würde ich jetzt 3 Wochen nicht untertauchen. Und in die Sonne wahrscheinlich auch nicht, oder? Sonne, wenn du dich jetzt nicht verbrennst, also kein Sonnenbrand holen, ist nichts. Aber wenn du dich da voll verbrennst, dann hast du natürlich dann die feuerrote Nase, dann ist ein bisschen beleidigt. Okay. Oder kaputt. Aber normal Sonne, in normalen Nase, so wichtig jetzt sehen, du bist jetzt ja nicht die Sonne und die Kleine, glaube ich. Nein. Dann ist es absolut perfekt. So. Ja, ich mache den auf und ich öffne das mal. Entschuldige, der Ring hat wohl irgendwie nicht so geworden, wie ich das will. Alles gut.
Da bin ich noch kurz hin. Das fühlt sich ein bisschen lustig an, weil der jetzt zwar nur so gefaked ist, aber der ist jetzt nicht wirklich drin. Dann klären wir den von außen so hin, ich zeig das dann im Spiegel. Das gefällt mir aber schon mal auf Anhieb ganz gut. Ja, mir auch. Also ich finde die Stelle schon eigentlich perfekt. Ja. Oder? Doch. Ja, passt. Kommt mehr. Ja. Ich würde es für deine Nase nicht mehr nach vorne machen. Okay. Das ist perfekt. Nee, mir gefällt. Und er liegt schon an. Die Nase darf ich die ganz normal putzen danach, oder? Klar. Du kannst die Nase ganz normal putzen. Das ist vollkommen. Du darfst eigentlich alles nochmal. Haare waschen, Duschen, Sport, alles am Morgen nochmal drauf. Und ins Fitnessstudio kann ich? Auch morgen. Und Bauchübungen wegen Bauchnabel? Bauchnabel würde ich lassen. Also Bauchübungen würde ich die ersten. Bei Bauchübungen ist halt alles, was den Bauch zu stark kontrahiert, ja, oder dehnt, ist nicht so gut die ersten zwei Wochen. Das ist normales Fitness, Laufen, Radfahren, okay, Knieballen, jeden Quatsch. Ja, reine diese Sit-Up-Maschinen würde ich zwei Wochen lassen. Okay, zwei Wochen. Ja, das ist besser. Okay. Weil die. Die spüren es nicht, die sagen, es ist alles okay, aber du kannst es mal probieren, aber generell würde ich es nicht zu stark zusammenkürzen. Auch sind es optimal. Okay. Gut, dann können wir starten, oder? Ja. Dann muss man das Näschen drücken. So, wann hast du den Termin gemacht? Wann ich den Termin, ja, gemacht habe? Ursprünglich? Ja. Ich habe ihn ja mal verschoben. Ich glaube am 15. Juli. Ach so. Ja, das ist immer schwer bei uns, was zu kriegen, ja? Ja, ne, ich habe VIP-Termin und dann war es irgendwie kein Problem. Ja, aber auch da, die sind jetzt schon wieder fast alle voll. Bis, wirklich? Bis August, ja, du kriegst jetzt, es gibt bis August noch zwei Stück, glaube ich. Gestern, wow, habe ich geschaut, mein Freund, der wollte es nicht glauben, sagt, na, schauen wir mal nach. Ich habe noch vier, sind ja, glaube ich, zwei oder drei freie Termine da gefunden. Na gut für dich, aber schlecht für die Kunden. Ja, man muss halt warten, aber gut, ja, gut, wenn man gut Dinge weiter haben, also wenn man was Vernünftiges haben will, sollte man einfach warten. Ja? Dann hatte ich noch Glück gehabt. Ja, du hast ja geschrieben, ob du verschieben kannst, ob du beide Termine, was du gesagt hast, war alles voll. Augen kurz zu machen. Ganz mal komplett. Das ist nur das Röhrchen. Und wenn ich den dann verletze. Ganz mal komplett. Ist was schlimm? Nee, aber das fühlt sich richtig eklig an. Mhm. Danke für die Ehrlichkeit. Also ich habe es mir tatsächlich schlimmer vorgestellt. Klar, es zwickt, es tut weh, aber... Ich denke, ich für die Augen. Es ist einfach für eine Frau noch erträglicher. Die Frauen sind das mit Augenbrauen zupfen, mit Nasenhaar, mit Wimpern machen, da ist man das mehr gewöhnt. Oh. Das Verding ist schon drin. So, die Männer tun sich da noch schwerer. So. Einmal die Augen auf. Oh, heftig. Volle Arme. Hast du das überlebt? Ja. Ich mache das ja nicht, um dich zu quälen, unnötig. Ich weiß. Also Leute, ich habe es mir echt schlimmer vorgestellt. Das ist mal gut, das ist mal eine gute Ansage, ja? Ja. Da war so Mut bekommen. Also wer wirklich so Angst hat, der braucht absolut keine Angst haben. Das ist einmal ein Pieks. Kurzer Schmerz und das war's. Und ich bin sehr schmerzempfindlich. Wirklich? Ja. Wenn ich jetzt nicht, also ich muss sagen, sehr. Ich habe zwar Tattoos, aber. Der Piercing und Tattoo ist schon was anderes. Ich weiß, das aber. Manche Leute mögen Tattoos viel lieber als Piercings. Wirklich? Und andere andersrum. Da scheiden sich die Geister. Aber ich sag dir ehrlich, ich habe es mir viel schlimmer vorgestellt. Ja, das ist doch schön. Ja. Kann ich mir das kurz anschauen? Klar, ich bin der Spiegel. So. Wow. Sehr schön. Ist gut, oder? Ja, passt mir. Dann würde ich ganz klar hängen. Ja. So. Steht dir gut, würde ich sagen. Du bist vom Typ, hat sich voll zu dir, ja? Dankeschön. Passt es so? Weil ich kann jetzt nicht schauen. Gibt's so, ne? Passt es so? Alles gut, alles gut. Es gibt halt Mädels, also da sagst du, dass ich da mit dem Stein hänge, das passt. Ja. Es gibt Mädels, da sagst du halt klipp und klar, da bist du. Da ist ein Ring ein Must-Have bei der Nase, beziehungsweise wenn ein Wasser an der Nase, dann ein Ring. Ja. Dann gibt es Frauen, wo du wo sagst, bloß nicht, da muss ein Stecker rein, weil das wäre zu, ja, zu hart, das ist unterschiedlich. Was ich gelesen habe, viele haben gesagt, man soll am Anfang keinen Ring benutzen, ja, und einen Stecker. Ja.
Das stimmt aber gar nicht, oder? Hm. Das ist irgendwie... Doch, nein. Also ich erkläre es. Es ist so. Wenn ich ein Nasenbissen stechen will, wo wirklich so wenig wie möglich Ärger macht und super komplikationslos heilt, ist ein Stecker ein Tick besser. Ein Tick. Okay. Das ist es mal 10% sein oder 15% besser. Mhm. Aber ich habe dafür nicht den perfekten Ring. Und der Nachteil ist, dann habe ich quasi einen Stecker drin, einen Heizschneller, aber wenn ich über einen Ring reintun will, ärgere ich mich, dass der Ring nicht perfekt ist. Okay. Und deswegen ist die Sache ganz einfach. Wenn du einen Ring willst, dann machst du gleich einen Ring. Wenn du sagst, ich bin mir nicht sicher, Steckerring, vielleicht eher Steckerringe, eher weniger, dann machst du einen Stecker. Okay. Aber jeder, der sagt, er will einen Ring, sage ich bitte gleich von Anfang an. Diese paar Prozent mehr oder weniger von der Heilung, scheißegal. Ne? Hände neben Körper legen. Nur was viele Studios eben sagen, es würde kein Ring am Anfang gehen, das ist halt einfach Blödsinn. Ich mache es ja jeden Tag vorher. Also. Man muss natürlich sagen, der Ring zum Stechen ist ein bisschen mehr challenging, auch vom Anzeigen und auch vom Einsetzen ist es tricky, aber vom Gehen her funktioniert es wunderbar. So, und jetzt sehen wir, was war das Schlimmste? Irgendwie war beides gleich. Echt? Ja, also vom Schmerzempfinden, ich weiß nicht, also es hat sich ein bisschen anders angefühlt, ja. Aber so vom Schmerz her. Das ist unterschiedlich. Ja, also schon. Also generell würde ich jetzt sagen, du müsstest eigentlich sagen, dass die Nase unangenehmer war als der Bauch. Das würde ich jetzt als tendenziell... Ja, das schon, ja, definitiv. Aber nicht schlimm beides, oder? Ja. Super schön. Du kannst einmal an der Rüste gucken, wenn du magst. Ja, das ging sehr schnell. Ja, sicher. Sorry, lass dich gleich wieder aufstehen, dann dürfen wir uns dann wieder im Spiegel anschauen. Dann darfst du dich eigentlich schon wieder hochbewegen. Das ist sehr ungewohnt, aber es ist auch gleichzeitig sehr schön. So, ich gehe mal kurz um dich herum. Da haben wir deinen Nasenring. Das steht ja schon gut. Ja, sieht gut aus. Das ist gut, die Seite passt gut zu dir. Und da haben wir den Bauchnabelpiercing. Auch wirklich total schön. Das fällt mir gut. Sehr schön. Die Hose war auch high waist oder war die unten? Naja, die war. Also die man war kann so sie hochziehen, drin. Aber ja. Wir versuchen sie ein bisschen. Genau. Also wichtig, was ich sage in meinen Videos immer, ich empfehle die ersten zwei Wochen die High-Waist wirklich wegzulassen, weil sie einfach zu viel Druck auf die Stelle ausüben. Später ist es dann eigentlich, sag ich mal, wieder ganz normal. Was ist denn, wenn man lose Hosen hat? Da muss man den Unterhose umbrennen. Du, da würden sich auch, fragen sich auch manche draußen. Also das ist, wie gesagt, das ist nicht mein Problem, das ist gerne, ja? Die Leute auf der Straße, die schauen, die Leute, sind neugierig. Ja. Nein, also Spaß beiseite. Wenn du nur solche Hosen hast, dann gehst du zum Zara, H&M oder Mercedes oder sonst was und gibst dir ein bisschen Geld aus. Frauen gehen hierher gehen, Klamotten shoppen, ja. Oder? Und wenn du sagst, nee, das will ich jetzt nicht, dann musst du halt einfach die nächsten zwei Wochen wohl oder übel ein bisschen die Hosen so wie jetzt runterchoppen oder ein Kleid anziehen oder halt einfach mal was anderes. Ne? Richtig. Kurze Frage. Unten kann ich das immer ein bisschen verschieben? Ich meine, ja, kannst du. Also jetzt warte, ich kann es jetzt einfach kurz zurechtdrücken. Ja. Ich habe das Gefühl, ich bin mir nicht sicher, dass ich hier ein bisschen... Ja, das ist auch besser. Es wird immer so, wenn du aufstehst, wenn man zu ja. Jetzt ist es schon wieder. Super, danke schön. Jetzt ist es wieder anders. Genau, passt. Das ist typisch, wenn man aufsteht, dass das Piercing ja, dass irgendwo das auf der Nabelwand bleibt. Ich zeige es mal kurz in der Kamera, das kannst du dir mal anschauen im Close-Up. Siehst du das vielleicht eben Dings? Du hast hier, ist die Haut einfach etwas anders geformt, etwas flacher. Und dadurch bleibt das Piercing gerne, wenn ich das so rübernehme, so kleben und dann denkst du, es ist schief. Ja? Dann sieht es schief aus. Und dabei ist es nur, dass deine Haut eigentlich festklebt ein bisschen. Das ist, haben ganz viele Menschen, dass der Nabelhals nicht so, sag ich mal, so knuddelrund ist oder halt flacher ist, auf der anderen Seite steiler. Und dann, wenn du aufstehst oder lange gearbeitet hast, gesessen hast, dann stehst du auf und denkst, boah, das ist jetzt voll schief. Ja. Dann musst du es einmal neben mir gerade liegen und dann laufen. Das ist vollkommen. Das ist kein Problem. Schläfst du auf dem Bauch? Nee, oder? Auch, ja. Bauchschläfer heilen schlechter. Also besser wäre, wenn du würdest auf der Seite deiner Rücken schlafen, aber wenn es nicht geht, ist es nicht. Okay. So, du kennst die Produkte von dem Video. Ich kenne sie, ja. Ich erkläre es trotzdem nochmal. Ja. Erster Schritt, bitte Hände waschen und Hände desinfizieren. Dann würde ich da mal probieren, unser Max Golden Hands Hand Hygiene Spray. Kennst du das schon? Schon mal ein Video gesehen? Ja. Sprühen?
Glaubst du mal, wie das dabei? Ich kenn's. Aber die machen das ist ja nicht, oder? Nein. Ja, wie ist denn das? Nicht gut, oder? Nicht gut, ja. Definitiv. Ist mal angenehm, diese ekligen Dinge. Also das kannst du jederzeit nehmen für sowas. Wenn die Hände sauber bis mit Chips gereinigt sind, dann starten wir mit der Pflege. Mhm. Dann sprühst du zuerst den Protelin-Spray drauf. Einfach mit einem Bauchnabelsprüher, auf die Nasensprüher. Jeweils unten oben, oder? Ja, mein Bauch einfach ist einfach so von unten, so wie du sprühst, dass du halt unten in diesen inneren Bereich reinsprühst, ja. Da unten drauf. Ich meine Nase wieder auch außen und innen, das ist eben desinfiziert, was die Bakterien gar nicht desinfiziert. Dann nehmen wir eine Küchenrolle. Mhm. Die Küchenrolle machen wir kurz feucht mit dem Spray. Bei der Nase bitte außen putzen, auch innen putzen, dass der Knochen weggeht. Beim Bauchnabel auch oben und unten natürlich immer frische Stellen vom Tuch, ganz klar. Dann nehmen wir quasi den Gel, das aufschneiden vorne, dann nimmst du den Tropfen auf die Fingerkuppe, guckst es auf das Nasenpiercing außen und innen, bewegst den Ring und den hin und her. Der Bauchnabel gibt es oben und unten und das war's. Okay. Das Ganze drei Wochen zweimal am Tag, dann drei Wochen einmal am Tag. Wenn du die Haare färben willst, beim Schlussfeld ist kein Problem. Okay. Selber darf halt keine Farbe auf Nase oder Bauch kommen. Ansonsten gibt es nichts groß zu beachten. Brauchst du nicht, gell? Nein. Okay. Ich gebe dir den Pflegezettel mit. Ja. Schwimmen gehen bitte drei Wochen nicht. Mhm. Außer bei Meerwasser. Salzwasserpools kann man mal kurz reingehen. Ja. Aber so ganzen Chlorbäder und alles würde ich aufpassen. Und auch Seen und Flüsse muss man aufpassen mit der Wasserqualität. Aber duschen ganz normal und Gesicht. Duschen, Haare waschen, Sport, Schminke, Make-up, alles kann man. Super. Ich gebe dir das mit. Dankeschön. Noch Fragen, meine Liebe? Nein, das war's. Danke dir fürs Kommen. Danke, dass wir hier durften. Danke euch fürs Zuschauen und sagen wir bis zum nächsten Mal. Tschüss, Baba. Tschüss. Und bleibt gesund.